Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und ich freue mich, dass du bei dem Video mit dabei bist. Heute in dem Video geht es darum, wirklich welche Erkenntnisse, und ich habe wirklich, würde sagen, Erkenntnisse, Erleuchtungen, Einsichten, ich jetzt dann sozusagen quasi in der letzten Zeit hier, in der letzten Zeit, oder welche Einsichten mir Pattaya in der letzten Zeit gegeben hat. Denn als ich hierher kam nach Pattaya, war es irrsinnig schwer für mich überhaupt so im Hier und Jetzt zu sein. Und das Allerschwierigste war wahrscheinlich so überhaupt, dass ich mich nicht gefühlsmäßig mit anderen Menschen verbinden konnte. Und die Sache, die wirklich, das ist fast witzig eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass mir das in Buriram gar nicht aufgefallen ist. Warum? Weil es ja keine anderen Menschen gab in Buriram. Da war ich de facto rückblickend jetzt an ultra einsam. Nicht nur alleine, sondern wahrscheinlich, ja, nicht nur auch Einsamkeit war da ein riesengroßes Thema, das mir aber gar nicht bewusst geworden ist in Buriram. Oder beziehungsweise ist mir nicht bewusst geworden, dass ich mich irrsinnig schwer tue, mit anderen Menschen mich irgendwie, ja, gefühlsmäßig zu verbinden. Warum? Weil es ja keine gab. Es gab ja nichts Neues in Buriram. Es gab keine de facto neuen Menschen, bis auf ein Hallo oder so irgendwas. Aber nichts wirklich irgendwie, das, wo man sagen könnte, es wäre wirklich so eine zwischenmenschliche Interaktion. Das klingt komisch, wenn ich sage, das hat mich Pattaya ja gelernt, dass für mich mittlerweile zwischenmenschliche Interaktion total stressvoll ist. Und das klingt komisch und vielleicht kann das auch nicht jeder nachvollziehen, aber ich glaube, für die Leute, die es nachvollziehen können, für die wird das ein wertvoller Beitrag sein, weil es auch Einsichten wahrscheinlich gibt, weil ja jeder Mensch wahrscheinlich sehr ähnliche Gefühlssituationen in ähnlichen, ja, Lebenssituationen wahrscheinlich erlebt. Und zwar, der Stress ist irgendwie komisch zu erklären. Also ich habe das eben erst gemerkt, als ich nach Pattaya kam, von Buriram. Warum? Weil Buriram war für mich, es ist nicht abgeschottet jetzt dann so, dass man sagt, wie man sich das im Fernsehen vorstellt. Aber es ist halt einfach, dass du wirklich interagierst zwischenmenschlich über den Rahmen von Oberflächlichkeiten. Ja, wie geht's? Ja, hallo. Was kriegen Sie? Darf es ein bisschen mehr sein? Eigentlich ziemlich unterbunden ist durch das ganze Weltgeschehen, könnte man so sagen. Und die Leute auch sehr verschreckt sind und Angst haben, dass die da an der Pandemie wahrscheinlich, weiß ich nicht, versterben können oder zu, auf alle Fälle Panik haben vor der Pandemie. Und das, diese Panik ist hier in Pattaya weniger, dass, wenn dich jemand sieht, dass du das Gefühl hast, der hat jetzt Angst, mit dir in Kontakt zu treten, weil er sonst an der Pandemie versterben könnte. Das Gefühl hatte ich wirklich so in Buriram. Mein Gefühl, ich sage nicht, dass so ist, ist mein Gefühl. Muss man immer betrachten. Immer wenn du was hörst, es erzählt ja jeder immer seine Sichtweise nicht, wie es tatsächlich ist, wissen wir nicht. Das ist einfach meine persönliche Erfahrung da gewesen. Und dann hier in Pattaya eben zwischenmenschliche Kontakte irgendwie möglich. Und auf einmal merkst du, es stresst dich total ab, so als ob du unter Strom stehen würdest oder, ja, oder Adrenalin ist. Vielleicht habe ich eh Adrenalin gehabt und das gar nicht gemerkt, wenn du so, weißt du, so, du merkst, du hättest einen Adrenalinausstoß, der Körper macht das. Warum? Für Kampf oder Flucht. In beiden Sachen brauchst du Energie und das Adrenalin hilft, dir Energie bereitzustellen. Das Schlimmste ist, wenn du dann weder flüchten noch kämpfen kannst, sondern einfach nur ruhig bist. Weil, und so kam ich mir irgendwie vor, diese Überenergie, die sich nirgends abbauen kann irgendwie. Verstehst du, was ich meine? Du merkst, du stehst irgendwie unter Strom, aber das passt ja nicht. Du kannst ja jetzt ja nicht, keine Ahnung, völlig ausdicken, nur weil du mit einem anderen Menschen gerade mal redest sozusagen, das ja normal wäre. Und das meine ich so. Das habe ich gemerkt, wie unter Strom, so, boah. Und so, dass du das, ich hatte das Gefühl, du hast das Gefühl, du hältst das nicht aus. Du möchtest eigentlich davonrennen. Und das war mal echt ganz komisch. Und irgendwie weißt du aber, dass es das ist, was du am Leben am geilsten findest, am besten findest, eben dieses Menschliche, dich mit anderen Menschen austauschen. Aber das Gefühl, so, ich habe aber Gefühl schon wieder, das Gefühl fehlt dir einfach komplett total dazu. Es wäre ähnlich, man könnte es auch wirklich, das ist ein guter Vergleich. Stell dir vor, du würdest einen Geschmackssinn verlieren. Das wäre wahrscheinlich ähnlich. Du würdest etwas essen,
Oder ich würde was essen und du würdest wissen, keine Ahnung, sagen wir mal, es sind Rindsrouladen in Gravy, Bratensoße, super, mit Semmelknödel. Und du weißt eigentlich, das ist so dein Lieblingsessen und es ist mega lecker und du weißt normal, du genießt das und normalerweise, wenn es das Essen gibt, nach 2 Stunden, wenn mal ein kleines Bäuerchen kommt, dann hast du noch den Duft von der Gravy, von Bratensaft, Karotten und ich weiß nicht was in der Nase. So in der Art ungefähr. Du weißt es logisch und du sitzt davor und isst und du hättest nur so einen dumpfen Geschmack. Verstehst du? Nicht kein Aroma, kein volles, sondern du würdest wie aus der Ferne sagen, ja, es schmeckt nicht schlecht, aber es kommt nicht an das heran, an das Gefühl, wie du weißt, dass es normalerweise ist. Also, dass dir der Geschmackssinn sozusagen fehlt oder nur noch, keine Ahnung, zu 5% oder so da ist, dass du merkst, ja, man schmeckt was, aber du könntest es nicht identifizieren. Du würdest sagen, ich kann es feststellen, ich merke, es ist da, aber ich weiß eigentlich nicht. Ich kann noch nicht mal sagen, ist es gut oder schmeckt schlecht eigentlich. So in der Art vielleicht irgendwie. Aber logisch weißt du, das schmeckt dir. Und so ging es mir oder geht es mir. Es wird besser. Also der Anfang war katastrophürchterlichst. Also wirklich. Das war das katastrophürchterlichste überhaupt, wenn du merkst so, du bist mit jemandem im Gespräch, aber eigentlich nach ein paar Minuten oder vielleicht sogar Sekunden schon, wirst du eigentlich davonlaufen aus Angst davor, weil du unter Strom stehst. Du wirst einfach dich entladen wieder sozusagen, irgendwie in einen relaxten, gemütlichen Zustand kommen. Und so war das wirklich brutalst krass, dass ich wirklich mich an Leute gewöhnen musste, ein bisschen, und ich echt, du bist permanent so unter Strom und du erleidest es. Es kommt mir auch viel vor wie im Leben, dass das vielleicht generell nützlich ist, dass man nicht sofort reagiert, sondern eben es wahrnimmt, es in sich sein lässt, aber gesund angefühlt hat sich das ja, Adrenalin stieg. Wenn ich jetzt an die Situationen, da spüre ich direkt in meinen Magen, deswegen, vielleicht würde ich sagen, Adrenalin, eine Art wie Adrenalinausstoß oder zumindest spielt es vielleicht irgendwie mit einem Faktor. Es war krasser, als es jetzt ist. Es ist noch immer sozusagen ein krasses Erlebnis, wenn du merkst, du kannst nur so ganz kurze Zeit und einfach so, und verstehst du, menschlich. Ich nehme als Beispiel, ich weiß nicht, wahrscheinlich vergesse ich es wieder, das Video zu verlinken. Ich war ja hier echt mal segeln mit jemandem und da war das genauso. Da war wirklich so, segeln war eigentlich ja nur möglich, weil ich ja diesen Menschen schon vorher gesehen hätte. Am ersten Tag hätte es mich wahrscheinlich gefühlsmäßig zerrissen. Und es war auch da, obwohl ich diesen Menschen schon gekannt habe, eigentlich ausgemacht habe, mega nervös vorher. Mega nervös, wirklich nervösest als nervösest. Stunden vorher schon nervös, bevor wir uns treffen. Mit, boah, wie wird's? Nicht jetzt aus Erwartungshaltung, verstehst du? Weil, fällt mir jetzt so gerade ein, sagen wir mal mit 16 oder 15, 16, wenn du ein Date hast, dann hast vielleicht die Ding, weil du nicht weißt, ob du ins Tor schießen wirst oder nicht, weil du Erwartung hast. Ich hatte keine Erwartung. Also meine Erwartung wäre eigentlich nur, das Ganze zu überleben. Das Treffen zu überleben, das war die einzige Erwartung. Verstehst du? Nicht so, dass du irgendwie eine Erwartung an den anderen Menschen hättest, dass da irgendwas passieren müsste oder so. Das meine ich nicht, sondern wirklich einfach dieses Unterstrom, boah, werde ich das aushalten, boah, ein anderer Mensch, echt. Also wirklich so, du musst echt so boah, ich treffe mich mit anderen Menschen, so. Als ob dich noch nie mit einem anderen Menschen getroffen, aber so ungefähr erlebst du das dann. Das ist total, boah, total krass. Und das baust echt ab. Also ich habe das so dann abgebaut, eben durch, wenn ein bisschen redest, wird das so ein bisschen abgebaut. Und ich habe das gemerkt, also wir hatten einen wundergeilen Tag. Man sieht auch, wenn ich es jetzt nicht vergesse, dass ich das Video verlinke, ich finde, ich sehe super glücklich aus, habe da super, super Spaß auch wirklich den ganzen Tag. Es war ein ultraschöner Tag. Also hinten nachgesehen, ja, wahrscheinlich 2, 3 Tage später bin ich noch immer irgendwo gehangen und habe einfach nur Revue genossen sozusagen diesen Tag. Ich fand es richtig toll mit der, wie ist dieser Mensch überhaupt? Anasia?
Alysia, Anasia, Ananasia, ich sieh's ja vergessen. Anasia, Analysia. Fällt mir vielleicht noch. Ich mal irgendwo. Vielleicht habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben. Pansia, siehst du? Pansia. Und ich musste echt wie auf Salamitaktik, musste ich mich daran gewöhnen. So, wir reden mal 5 Minuten, wir reden dann noch einmal, so in der Art irgendwie, aha, so in Scheibchenweise mich daran gewöhnen. Und auch wo wir segeln waren, nach dem Segeln, war es ultra wichtig, also ganz im Ernst, ultra wichtig, dass die weg war. Dass ich mal eine Zeit für mich alleine hatte. Das klingt total komisch, aber das hätte ich jetzt nicht ausgehalten, wenn da geheißen hätte, jetzt musst du auch 5 Stunden mit ihr verbringen, egal wo, wie. Ausgehalten hätte ich es eh, aber da wäre ich extrem unter Spannung gestanden. Und das hat mich wirklich Pattaya jetzt so gelehrt, in welch tiefer eigentlich sozusagen Depression ich irgendwie war. Also wie weit ich von normalen Gefühlsreaktionen bereits entfernt bin. Also auch jetzt, es ist jetzt noch immer so, dass ich sagen würde, wenn ich jetzt irgendwen neu treffen würde, aufgeregt. Aber jetzt nicht mehr mit der Intensität, dass ich sagen müsste, nach 3 Minuten oder überhaupt nach 3 Sekunden will ich schon davonrennen, sondern wo ich sagen würde, ja, ich könnte mir vorstellen, da halte ich schon locker 2-3 Stunden irgendwie aus, alleine mit jemandem und das wäre okay irgendwie. Und dann wäre es mir auch zu viel wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt haben wir so direkt einen Tag, das wird wahrscheinlich nicht gehen, sondern wirklich echt mich so an Menschen, das klingt echt blöd, dass ich gemerkt, also Pattaya hat mich gelehrt, dass ich mich wieder erst an Menschen gewöhnen muss. Wirklich. Es klingt, ich lache darüber, weil es echt, ich denke mal, es klingt vielleicht wirklich lächerlich irgendwie. Und wenn du immer in deinem normalen Moduszustand bist, dann kannst du das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Und vielleicht kann man das wirklich nur nachvollziehen, wenn man echt einmal klinisch an einer Depression oder an Burnout oder wie man da, oder Anpassungsstörung, wie man das auch immer bezeichnen mag, wirklich darunter leidet, dass du merkst, so, boah, Alter, es ist schon, das fällt dir, verstehst du? Es fällt dir im Buriram, weil ich nicht mit anderen Menschen, gab es nicht. Es ist mir nicht aufgefallen. Und dann merkst du hier bei den ersten Interaktionen, du denkst halt so, wow. Keine Ahnung, also ich war noch nie Bungee-Jumping, aber vielleicht auch so ähnlich, wie wenn du beim Bungee-Jumping am Turm oben stehst, so völlig aufgeregt. Aber du weißt, es gibt kein Springen, aber es ist die gleiche Aufregung, aber ohne Sprung, ohne Action sozusagen. Und das ist wirklich eine krasse Erkenntnis, wirklich eine krasse, eine bedeutende Erkenntnis, wenn du das so machst. Und es klingt logisch, wenn man logisch das betrachtet, klingt das komisch, aber wenn du emotional vielleicht ähnlich, in einer ähnlichen Lage warst wie ich, dann merkst du, mich würde eh interessieren, wie vielen Leuten das so mit diesen weltweiten Lockdowns, ob da mehrere Leute, die nicht das Gefühl haben, von mir aus in einer Depression, merken, dass soziale Interaktion aufregend ist. Also so intensiv aufregend, glaube ich, vielleicht selten. Es war wirklich ultra, ultra aufregend, dass ich so gemerkt habe. Und ja, das ist eigentlich so eine der wichtigsten Erkenntnisse überhaupt und was ich zum Schluss als Message mitgeben möchte. Denn von meiner Perspektive oder wie ich jetzt so fühle, könnte man sagen, ja, okay, was ist denn da jetzt dann eigentlich so die Message daran? Und zwar ist es etwas, dass ich damals, wo ich so Chiang Mai würde echt sagen, so für mich so zum ersten Mal aus meiner Depression so raus bin, irgendwie, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Und eine Riesenherausforderung, und das habe ich auch bei anderen Leuten mitgekriegt, war es, das habe ich glaube ich schon in einem Video einmal gesagt, dass die meisten Positiv-Denk-Videos oder Bücher oder was immer ich glaube kontraproduktiv sind,
Weil jemand aus einer Depression sieht jemanden, dem es gut geht, und dann möchte er dahin. Du möchtest gleich dort sein. Und es für mich in Chiang Mai, da war ich damals den Weg wirklich zu genießen oder sich daran zu erfreuen, das Moment, und du erfreust dich zuerst einmal an gar nichts, weil ja nichts da ist, du bist ja komplett woanders, als du sein willst, aber dann wirklich an den Stufen, an denen da hingehen, das Ganze toll und geil zu finden. Und ich habe jetzt, bin eben wieder damit konfrontiert worden, dass du in der ersten Sekunde möchtest eigentlich sagen, nee, ich will auch gleich wieder, ich war schon mal da, ich habe das alles schon mal durchgemacht, aber dann kommt es irgendwie, da sagst du, es ist aber egal, dass du durchgemacht hast. Wirklich den Prozess zu genießen. Ich tue mir etwas schwer im Moment dabei noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mache zwar wesentlich extremere Fortschritte als in Chiang Mai. Das merke ich einfach, da habe ich das Gefühl, Chiang Mai, dass du in Mäuschen-Schritten vorwärts gehst, und jetzt habe ich das Gefühl, es sind Riesenschritte, die es vorwärts oder aufwärts geht, wie man das auch immer nennen mag. Aber dass trotzdem das Wichtigste ist, dass wenn ich merke, es ist mal was im Weg, dass ich eigentlich gleich da sein will. Und natürlich ist es schwer, dieses, wie ich das beschrieben habe, wenn du unter Strom bist, das zu genießen. Da denkst du, nee, dieses Gefühl genießen geht eigentlich nicht, aber es wegzutun geht auch nicht. Und ich merke halt einfach, dass ich in einer Situation bin und das Gefühl dann halt lange zulasse und mich dann eben auch frage, inwieweit ich es genießen kann, mich daran erfreuen kann, dann denkst du, ja, Freunde, es ist irgendwie schwierig, aber du merkst, es geht gar nicht die Intensität verloren, aber es geht der Schmerz fast so, ja, es ist so erregend, dass es quasi schmerzend ist. So diese Spitzen gehen dann zumindest schon mal weg. Es ist nicht so, dass du dich drin suhlst und wirklich dich daran erfreust, aber es geht immer stufenweise der Lift zur Lebensfreude ist wahrscheinlich außer Betrieb. Wir müssen wahrscheinlich die Stufen nehmen. Das könnte eine Erklärung für mich dazu sein. Und das ist eigentlich so diese extrem wichtige Erkenntnis. Und das hat ja auch wieder mit dem Ego zu tun, ein bisschen, muss man ja ehrlich sein. Das ist ja, mein Ego wird sagen, ich kann das schon. Und dann das nicht zu können und wirklich sagen, ja, Schicksal akzeptieren, dass das so ist, was kann ich daran genießen, ist irrsinnig schwer. Vor allem, was ich auch beschrieben habe, das, was eben neu ist, das hatte ich ja in Chiang Mai nicht, dass ich jetzt, so, das mit dem Essen war echt ein guter Vergleich, dass ich dachte, ich genieße das eigentlich, ich mag ja das eigentlich. Und trotzdem bereitet es mir extremes, derartiges Unbehagen im Moment, wo du dir denkst, soll ich mich jetzt auf meine Logik und auf mein Wissen, auf meine Erinnerung verlassen oder gleich aufs neue Gefühl? Aber das neue Gefühl, glaube ich, war eher gestört, sonst wird es ja sich verstärken und nicht abklingen. Das war also, oder ist wirklich das, was mich Pattaya gelernt hat und warum ich auch dazu sage hier, weil in Buriram ging das nicht. In Buriram würde ich jetzt noch sitzen und eigentlich gar nicht wissen, dass ich dieses Problem hätte, weil es ja nirgends auftaucht. Weil nirgends jemand Neues de facto in Buriram aufgetaucht ist. Und wenn es eine Möglichkeit, das ist überhaupt eine Ultra-Einsicht jetzt erst, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich sie nicht genutzt. Warum? Weil wenn wäre es eine klitzekleine Möglichkeit gewesen, und die hätte ich nicht genutzt, weil die nicht so wahrnehmbar gewesen wäre. Hier gibt es so viele Möglichkeiten, dass ich mir doch irgendeine picken konnte, wenn ich bei der mir gedacht habe, ich hau gleich ab. Bei irgendeiner bin ich hängen geblieben, wo ich das überhaupt erst erlebt habe nach kurzer Zeit, dass mir das so geht, dass ich mich fühle wie unter Strom, auf Adrenalin, auf ich weiß nicht was. Und das wäre wahrscheinlich im Buriram gar nicht zustande gekommen, weil wenn es eine kleine Möglichkeit, dann nimmst du ja nicht immer gleich wahr, weil du ja eh sowieso aus dem Trott bist und das gar nicht wahrscheinlich siehst, weil man verlernt hat, diese Sachen zu erkennen oder so. Und daher ist es dieses, muss ich echt sagen, für mich jetzt Pattaya die wesentlich bessere Entscheidung gewesen, als irgendwo in der Pampa, wenn es wirklich Natur ist, passt es auch.
Buriram, gib wieder. Ich habe darüber erzählt, warum ich glaube, dass es mir da mehr reingesch hat, als wenn ich vielleicht echt komplett in der Pampa irgendwo, echt allein in der Pampa, aber wenigstens die Natur und Bäume und ich weiß nicht was hätte. Und ja, in Pattaya ist echt ein anderes Leben, das mir sehr, sehr viel öfter die Möglichkeit gegeben hat. Hier ist auch. Also auch hier, wenn du Leute über eine App kennenlernst, ist noch immer, wie ich gesagt habe, wie das ist. Die meisten sind zum Flaken und Ghosten auf den Apps unterwegs. Aber es gibt einen gewissen kleinen Prozentsatz, mit dem du dich treffen kannst. In Buriram war da nichts mehr. Da war mit. Da hast du nur noch die Meldungen gekriegt. Ja, wenn die Pandemie vorbei ist, dann kannst du gleich sagen, ja, grüß Gott. Wann denn? Jetzt kommt der Omnibus irgendwann mal nächstes Jahr. Omnibus, Virus, ich weiß es nicht. Das wird nie vorbei sein, weißt du, wie ich meine? Und das, daher war Pattaya jetzt für mich diese gute Entscheidung. Also Video weniger an Pattaya selber, sondern ganz spezifisch jetzt an in dem Fall für mich. Der beste Ort, obwohl mein Gedanke mit Chiang Mai ja auch nicht schlecht ist, weil ich glaube, in Chiang Mai hast du auch viel mehr Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten kann man natürlich nicht sagen, weil wenn du hinkommst, ist wieder alles anders, als man sich denkt. Das ist auch etwas, was mich Pattaya gelernt hat. Auch speziell jetzt mit meiner kurzen Rückreise, dass immer, wenn du dir vor, du fährst, in Buriram fährst weg, bist gerade mal einen Monat weg, wenn du wieder zurückkommst, du kommst zurück und denkst, Alter, es ist alles anders, als ich es in Erinnerung habe. Also in nur einem Monat. Jetzt war ich zwei Jahre nicht mehr in Chiang Mai, da komme ich vielleicht dahin und es ist vielleicht überhaupt nicht mehr erkennbar, weil wo ich weg bin, da gab es ja keine Pandemie in Chiang Mai. Und es könnte natürlich sein, dass das komplett nicht mehr erkennbar ist für mich jetzt, wie es in Chiang Mai zugeht. Diese Gefahr hast du auch, ist auch eine Erkenntnis, die mir hier sozusagen gekommen ist. In dem Sinne, bin mal neugierig, ob es da Menschen gibt oder wie viele Menschen es gibt, die vielleicht mit dem resonieren können, wie ich das jetzt gesagt habe, mit dieser Sozialphobie, die man wirklich, das ist wirklich krass, also wirklich, es ist wirklich krass. Also es ist so, dass man es nicht in drei Sätzen könnte ich das gar nicht beschreiben. Ich habe jetzt noch das Gefühl, ich habe gar nicht wirklich beschrieben, wie es mir geht. Und trotzdem, und es war nur Beschreibung eigentlich, was ich meine, wie es mir, oder gut beschrieben, glaube ich sogar, überhaupt das mit dem Essen, so, wie es mir eigentlich geht, da bin ich echt neugierig, wer sonst noch ähnliche Erfahrungen hat. Vielleicht bin ich auch der Einzige auf der Welt, dem es so geht. In dem Sinn, ich sage Servus, ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Alles Gute, Servus, bis zum nächsten Mal.